Ich habe im App Store ein neues App entdeckt. Das nennt sich, wie Sie hier oben lesen können, AstroPad. Das ist ein Grafiktableau. Das heißt, ich kann mein iPad brauchen wie ein Grafiktableau und kann das mit dem Mac zusammenschließen. Man sieht hier, wie es funktioniert. Natürlich wäre es optimal mit dem iPad Pro. Optimal wäre auch ein bisschen ein besserer Stift. Auch der neue Pencil von Apple geht. Ich habe einen ganz normalen Stift, aber ich zeige es trotzdem. Im Moment 50% reduziert, das heißt, es kostet noch 10 Schweizer Franken und ich glaube, es lohnt sich. Also Sie sehen jetzt immer unten rechts mein iPad und hier sieht man, was passiert. Also, wenn Sie das heruntergeladen haben, brauchen Sie nur ein kleines Mac-Programm, das ist aber gratis. Dann holen wir das mal. Wir starten das und jetzt sucht er die Verbindung. Man kann es über Wi-Fi machen. Ich habe es mit meinem USB-Kabel, also mein iPad und mein Mac ist über das USB-Kabel verbunden. Und jetzt starte ich das Programm hier ebenfalls. Sofort geht es, ist relativ schnell. Jetzt kann ich den Ausschnitt bestimmen. Also ich kann sagen, mach mir den ganzen Bildschirm. Dann ist es zum Zeichen relativ klein. Ich könnte aber sagen, mach mit 200% und ich kann dann dieses Teil hier dahin verschieben, wo ich möchte. Und diesen Ausschnitt sehen Sie nachher auf dem iPad. Gut, ich wechsle mal retour auf 100% und gehe mal in den Illustrator. Und Sie sehen, wenn ich dieses Edit anklicke, kann ich das da hinschieben, wo ich möchte. Ich sage mal, ich arbeite jetzt hier oben und dann ist das der Ausschnitt, der Illustrator-Ausschnitt eigentlich, der auf dem iPad dargestellt wird. Sie haben jetzt auf dem iPad so einen Kreis, da können Sie etwas ein- und ausklappen. Ich kann Shift, Control, Option und Command draußen lassen und so zeichnen. Also ich gehe jetzt wirklich aufs iPad, wähle hier dieses neue Shaper-Tool an und mache mal hier ein Dreieck. Das funktioniert. Dann ein Rechteck funktioniert. Ich kann natürlich auch einen Kreis machen und Sie sehen immer, es funktioniert im Illustrator, aber ich zeichne wirklich auf dem iPad. Okay. Ich kann dann auch die bekannten Befehle hier machen, das funktioniert. Ich kann die Werkzeuge wechseln, das anklicken, ich möchte eine andere Farbe, das funktioniert. Wenn ich jetzt ein Detail möchte, gehe ich wieder auf den Mac, sage hier, ja, ich möchte das jetzt 200%, ich möchte das verschieben nach hier oben und Sie sehen genau diese Ausschnitte, die ich dann zeige. Oder ich gehe hier hin, ich habe das auch und kann hier irgendwas einstellen. Ich kann jetzt sagen, du wirst ein Oval oder sowas. Das wird mir immer schön angezeigt. Es lohnt sich wirklich, das mal auszuprobieren. Es geht sehr gut mit Photoshop, es geht mit Illustrator und die 10 Franken, die man da bezahlt, sind sicher ein gut investiertes Geld für eine App. Ich würde es unbedingt mal austesten.